Guten Morgen. So, heutiges Gefährt. Wir starten. Ja, das ist nicht unser Gefährt, das ist von dem Bademeister hier. Wir haben gepackt, frühstückt. Gleich 9, dann geht's los. Also es ist 9.30 Uhr mittlerweile, wir starten. Campingplatz Badesee Immelborn. Erstmal an der Bundesstraße entlang. Hier die Werra. Ja, durch enge Gassen hier. Herrlich. Bad Salzungen sind wir. Wunderbares Wetter wieder heute. Ist jetzt nicht mehr ganz so kalt wie heute Morgen. Nachts hatten wir 9 Grad. Jetzt sind wir in Bad Salzungen, wie gesagt. Ja. Nach Kreuzburg soll es heute gehen. Große Baustelle hier. Rathaus. Ja, Markt. Rathaus. Unten ist der Bogensee. Radfahren verboten. Na gut, denn der Burgsee. Und hier hoch zu uns zum Markt. Kurz nach 10 jetzt. Ja. Wir lassen uns heute schön Zeit wie immer. Schön gemütlich. Schön gemütlich, sagt er. Ah, was ist das denn? Hier in Bad Salzungen. Interessant. Hier das Gradierwerk. Oh, das ist jetzt hier das Gradierwerk in Bad Salzungen mit Glockengeläut. Und so Radeln. Gibt da immer was zu entdecken hier am Wegesrand. Sehr schön. Da rieselt es runter da hinten. Das sieht man jetzt schlecht.
Willkommen in Tiefenort. Der Werra, drüben ein alter Förderturm in Merkers, der war der Kali-Bergbau. Und für uns geht es weiter da lang Richtung Facha. Schon relativ spät jetzt, 20:11 in Bad Salzungen, war eine kleine Umfahrung, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Das müsste Merkers gewesen sein, ja? Merkers war das, aha. Wir müssen ja rüber. Links, ja. Facha. Immer mal über die Werra. Oh, hier fließt sie ganz ruhig. Und jetzt kommen wir nach Merkers rein. Die Kirche zu Merkers. Wie ihr seht, 20:20. Dorndorf. Aha. Fachwerk. Schön. Kirstingshof. Oberzeller Stadt Facha. Erreicht. Oh, September ist hier große Kirmes. Hey, nun in Facha. Das ist Facha. Philippsthal ist das. Philippsthal. Bei Facha. Hey, nun. km/h, ganz gemütlich. Wir sind in Hessen mittlerweile. Schloss hier scheinbar. Fährt da durch? Er ist durchs Wasser gefahren.
Und nochmal, weil es so schön war. Und wieder Glück gehabt. Kann man machen, bringt extra Kilometer. Geht's in den Klosterkeller. Aha. Wo ist er denn? Kali Abraum. Drüben die riesigen Abraumhalden vom Kali-Bergbau. Und hier ist Bergmannsruh. Wir sind hier zwischen Facher und Heringen irgendwie gefangen. War also noch Facher, Hering kommt erst noch. Harmrode. Es läuft wieder. Lengers. Nach Heringen noch 3,4 Kilometer. Vorne wieder so eine Kali-Abraumhalden. Da kommen sie, die Abraumhalden. Riesig. Heringen. Recht. Das sieht aber beeindruckend aus.
gegessen haben. Oh, hier die Zicklein an der Werra. Drüben der Kaliabbau. Halle. Und wir machen jetzt hier Rast an diesem Platz. Es ist 13 Uhr. Da kann man schon mal eine Vespa machen. Mitten an der Werra hier. Idyllisch. Oder? Herr Oberkoch, was gibt's denn heute Feines? Ist nicht unter Wasser. Was gibt's denn heute? Heißes Wasser, wenn vorhanden. Und dann? Vielleicht noch eine Würste. Ah, ich sehe sie schon, da sind sie. Bockwürste. Jawohl. So eine Schautafel noch. Und da hinten sind die Zicklein und Schafe. Über die Brücke müssen wir denn rüber. Schätzungsweise. So, unsere Mittagsmahlzeit. Wohl bekommst. Sonst wird's kalt. Unsere Mittagspause haben wir beendet. Es geht weiter. Kurz nach 13:30. Hallo. Wittmannshausen. Berger erreicht. Börsche. Das ist Untersuhl hier. Nicht über, sondern Untersuhl sind wir. Ein sowjetisches Ehrenmal hier in Untersuhl. Und die wurden alle schon wahrscheinlich Ende 41 hingerichtet. Hier wird man hier genau schlau draus, was hier passiert ist. Gerstungen, Eisenbahnfreunde. So, jetzt sind wir in Gerstungen. Hier wird noch von Hand gemäht. Oh, hier sind jetzt mittlerweile recht flach. Erstmal. We'll be right back.
weites Land. Wir erreichen jetzt Lauchröden. Herleshausen, nächster Ort. Die Werra überqueren wir jetzt mal wieder. Sonst nehmen wir mehr 20 Kilometer bis zum Tagesziel. Zwischenstopp nochmal in Hörsche am Rennsteig-Ursprung. Ja, dann auch bis Kreuzburg. Herleshausen begrüßt uns. Der Werra Grenzpark hier, ehemalige innerdeutsche Grenze. Holleland war hier, aha. So, überschreiten wir gleich die innerdeutsche Grenze. Warta im Wartburgkreis. So, sind wir gleich am Rennsteig-Ursprung in Hörsche. Hörsche. R. Wie Rennsteig. So, sind wir wieder am Ursprung des Rennsteigs mit dieser großen Brücke in Hörsche. Hier waren wir ja im Frühsommer schon mal. Ja, schönen Tag Ihnen. über 0. Naja. Haben wir die geschafft mal wieder. Werra komplettiert in zwei Etappen sozusagen. Jetzt noch bis Kreuzburg und dort mal schauen, ob wir Biwakplatz oder Campingplatz, je nachdem. So, jetzt fahren wir bekanntes Stück, wo wir im Frühsommer schon mal lang sind. Wieder.
ist schon Kreuzburg. Bei die Potzilei. Hier nochmal diese Kapelle. Und die alte Brücke, wo wir auch schon mal drüber sind. Ach ja. Werratal Camping, Kreuzburg, erreicht. So, unser Tagesziel ist erreicht. Zelte stehen. Ist mehr so ein Wohnmobilplatz, aber ganz okay so. Ganz unkompliziert alles. Vorne Toilettenhäuschen. Ja, wir machen uns jetzt einen gemütlichen. Abends gibt es heute Pellkartoffeln mit Quark. Und noch, hier so Antipasti-Gedöns. Ja. Sehr warm ist es jetzt. Morgen, Donnerstag hast du gesagt, soll es auch wärmer werden. Naja, vielleicht. Schauen wir mal. Genau. So, den Quark haben wir schon mal angerührt. Hier kochen die Kartoffeln. Dann lassen wir uns das schmecken.